Ja, willkommen zu einer neuen Saison mit dem Vita Cola Basketball Blog. 2013-2014 steht an, eine völlig umgekrempelte Niners-Mannschaft. Und neben mir steht auch einer der Neuzugänge, Henrik Belscheid. Henrik, ihr hattet heute ein Testspiel gegen Aschersleben, habt deutlich gewonnen mit fast 50 Punkten Vorsprung. Was sagst du zu dem Spiel? Das war das erste Preseason-Spiel. Genau, ich wollte gerade sagen, also dafür, dass wir jetzt grob zwei Wochen zusammenspielen, war es schon relativ gut. Also unser Ziel war heute die Defense, so uns ein bisschen auf die Defense zu konzentrieren. Und ich glaube, das haben wir geschafft. 53 Punkte ist, glaube ich, nicht viel. Und da ist noch ein weiter Weg, aber war schon sehr gut, meiner Meinung nach. Du kommst ja persönlich aus der Pro B, hast letztes Jahr 15 Punkte dort aufgelegt als Shooting Guard, Small Forward, beides, denke ich. Wie siehst du deine Rolle im Team und was sagst du allgemein zum Team dieses Jahr? Ja, meine Rolle im Team ist, die Rollen sind natürlich noch relativ gemischt, steht natürlich alles noch nicht fest. Aber also meiner Meinung nach gebe ich einfach 100%, egal ob ich von der Bank komme, ob ich starte oder nicht, gebe alles, um meinem Team einfach zu helfen, sei es Punkte machen, sei es Defense spielen, Rebound, was auch immer. Und zum Team generell, ich finde, wir haben sehr viel Talent. Es kommt natürlich darauf an, was wir daraus machen. Und ja, dann werden wir sehen. Du spielst ja auf den kleinen Positionen, wie gerade gesagt. Da gibt es ja bei dir auf der Position, glaube ich, noch den Eric Palm und den Jahan Pfeil und dann die Jugendspieler. Wie ist da die Konkurrenz so unter euch? Oder ist das alles sehr freundschaftlich? Nein, also auf dem Feld ist natürlich Kampf angesagt, weil natürlich jeder Vollgas gibt und zeigen möchte, ich bin der Bessere. Dann geht es natürlich auch härter mal zur Sache, aber dann wird abgeklatscht und alles gut. Und neben dem Feld ist dann Friede, Freude, Eierkuchen, sage ich mal. Dann ist, also alle verstehen sich sehr gut. Ist meiner Meinung nach das, ich sag mal, beste Team in Anführungsstrichen, das ich bisher hatte. Dass eine sehr gute Team-Chemistry da ist. Und ja, also auf dem Platz geht es hart zu, aber daneben ist alles gut. Also jeder versteht sich, gibt keine Probleme, ist alles gut. Ich denke ja, du hast bestimmt schon ein bisschen was von unseren Fans gehört. Ja. Freust du dich denn auf das erste Heimspiel in der Hartmannhalle? Ja, auf jeden Fall. Also mir wurde viel erzählt. Soll sehr laut sein, voll. Und ich finde, es pusht einen Spieler umso mehr Fans natürlich da sind, die für einen da sind, in guten, ich hoffe in guten und wie in schlechten Zeiten. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall in guten, schlechten Zeiten. Dafür ist das Chemnitz Publikum bekannt. Letzte Frage. Das Ziel dieses Jahr. Ich weiß, es ist schwierig, wenn man jetzt gerade erstmal das erste Vorbereitungsspiel gespielt hat, aber redet ihr darüber, wo wollt ihr hin oder sagt ihr einfach, wir schauen erstmal, denken von Spiel zu Spiel? Also meiner Meinung nach, wir sollten von Spiel zu Spiel denken, aber ich denke mal, Ziel sind auf jeden Fall schon die Playoffs und so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und einfach mit Kampf und Emotionen und Ehrgeiz und allem drum und dran zu überzeugen, sodass dass auch die Fans was davon haben. Nicht nur wir, sondern auch die Fans. Dann drücken wir die Daumen, dass das klappt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder in der neuen Saison, dann zum ersten Heimspiel der Niners. Bis dahin, macht's gut.